So, Freunde, da wären wir wieder. Wir haben gesagt, Wohnen verdienen. Zudem würde ich ganz gern. Müssen wir jetzt mal mit Harry spielen? Der besitzt ja, dem fehlt noch eine Karte. Oder mit Ronald, den müssten wir ganz schön noch pimpen. Aber die Karten sind alle so teuer. Wählen wir erstmal Harry wegen der einen Karte und da würde ich gerne noch mal dahin gucken, wo wir. Ich denke, hier sind wir ganz gut durchgekommen. Letztens dann lassen wir das auch mit dem zufällig ausgewählten Kärtchen, wo wir die Kessel explodieren lassen mussten. Da möchte ich jetzt noch mal hin. Wieder zurück, was? Euch fehlen noch einige Schilde. Weiß ich. Hier. Ob man das aus der Ferne schon irgendwie runterholen kann, den Block. Vorsicht! Ihr wollt doch nicht aus dieser Höhe fallen! Nicht? Warum denn nicht? Sowas habt ihr noch nie gesehen, was? Her mit den Bohnen. Wir müssen die Kessel benutzen. So. Welche Wofür? Kessel? Ach, Herminchen. Um die Stützen zu zertrümmern, Ron. So, macht bitte mit. So habe ich mir das nämlich Vorsicht! gedacht. Sie sind ein wenig Och nein, Harry, explosiv. bist du doof. So, Freunde. Würdet ihr bitte. Wir können ihn von hier anzaubern. Dann muss das doch auch funktionieren. Harry. Wingardium Funktionieren, dass wir ihn runterbekommen. Genau. Mehr wollte ich jetzt nicht. Dann brauchen wir ihn noch für. Genau, Bohnen her. Ich glaube, das sind aber dann noch nicht genug Bohnen für. Für. Eructo. Dann müssen wir jetzt also doch mal mit den anderen spielen. Das finde ich ein bisschen schade. Aber was soll's. Es kann nicht schaden, wenn wir die so weit pimpen. Wingardium Wenn wir die so weit pimpen, wie es möglich ist. Wir haben Bohnen verloren. Das ist ja eine Schweinerei. Bevor ich den Schild dann einsammle. Wir haben jetzt den Block unten. Bevor wir den Schild einsammeln, werden wir noch mal nach Bohnen jagen, denke ich. Ich weiß jetzt leider nicht, wie viele wir brauchen. Da habe ich nicht aufgepasst. Wahrscheinlich werden wir erstmal mit den Kesseln noch mal sämtliche Mauern zerstören. Da kommen ja mal ein paar Öhnchen raus. Und die Schokofrösche sind auch wieder da. Na, das ist doch umso besser. So. Hier sind auch Öhnchen drin. Da dürfen wir nur nicht wild drauf losfeuern, sondern müssen wirklich einmal schießen und einmal Axio, damit wir die bekommen. So, mehr Böhnchen sind nicht drin. Schade. Dann gehen wir den anderen Weg nochmal. Hermine, lass bitte diese Töne. Gut. Wingardium Oh. Ach, hier sind diese Heilungsdinger. Ja, die haben wir jetzt nicht unbedingt gebraucht alle, aber was soll's? Vielleicht jagen wir uns auch mal wieder mit einem Kessel dann selber in die Luft und Hermine, würdest du bitte da weggehen? Und dann wäre das ganz gut, wenn man möglichst volles Leben vorher hat. So. Mist. Gut, gehen wir wieder ein Stückchen weg. Schön, dass die respawnen. Und danach, wenn wir vor allem mit Harry alle Karten haben. Ja, Hermine, machen wir, sobald ich die Bohne habe. Guck bitte hin. Nein.
das da. Aqua Erupto. Und ich weiß noch nicht genau, die Herausforderungen von Mad-Eye werde ich mir wohl noch ein bisschen aufheben. Ganz ehrlich, Leute. Wie viele Bohnen brauchen wir denn für die letzte Karte? Gib mal her. Bohnenjagd. Na gut. Nein, auf den Kessel bitte. So. Nochmal. 200, 250 war die teuerste Karte, die ich im Hinterkopf habe, aber ich dachte, das war beim Run. Aber ich weiß es jetzt natürlich nicht. Nicht mehr genau. So, da kommt nichts raus. Hier müssen wir den Block hinholen, Freunde. Werd ihr so nett? Wingardium Leviosa. Jo. Erstmal da rein. Können wir eigentlich mit dem Block die Mauern auch zerstören? Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Geht das oder brauchen wir die Kessel dafür? Nein, wir brauchen natürlich die Kessel. Was soll denn der Mist? Wenn so ein Felsblock oder so ein Block mit Karacho dagegen knallt, na, müsste das auch reichen, um eine Mauer klein zu kriegen. Aber egal. Harry, danke. So. Ja, wir haben einen Kombi-Zauber gewirkt. Danke, Spiel, dass du das mitgekriegt hast. Stellen wir ihn bitte hier vorne ran. Und jetzt fallen lassen. Ich gehe da aber noch nicht rein. Freunde, da drin ist ein Salamander. Kriegen wir das gebacken? Stimmt. Gib mir erstmal die Bohnen. Ha! Nicht getroffen. Aqua Erupto. Ey. Ebublio. Wieso Ebublio? So, und nun weg mit dem Viech. Freunde. Und Bohnen zu mir. Ich schätze mal, ich versuche so wirklich auf die 250 zu kommen. Dann sammeln wir das Schild ein und können mit Harry die letzte Karte noch besorgen. Es sei denn, wir bekommen natürlich jetzt neue Karten. Dafür, dass wir den Schild finden, dann müssen wir mal sehen. Aber vielleicht kriegen wir die Karten ja bei Hermine. So, her damit. Das ist jetzt natürlich lustig. Ich gucke immer noch in die Ecke, wo ich vorher mein Leben hatte. Er hat es nicht gedreht. Es ist immer noch Hermine da oben in der Ecke. Ich bin jetzt in der anderen Ecke. Muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. So. 130, 33, ja. Würdet ihr, ihr steht mir gerade dezent im Weg. Und das eine Böhnchen noch, danke. Und haben wir hier schon offen? Oh, wo kommen wir her? Wo wollen wir hin? Nein, hier ist noch nicht offen. Gut, von der Mauer kriegen wir also auch noch Böhnchen. Wo ist die Statue? Okay, von hinten zerdonnert. Auch gut. Und die meisten Bohnen sind runtergefallen. Wir haben nur zwei Bohnen. Das ist doof. Nein, kein Axio, mein Lieber, sondern Statue suchen. Okay, jetzt darfst du wieder. Gut. Dann gehen wir außen rum, machen noch die Mauern kaputt. Und sammeln den Schild ein, oder das Schild. Nein. Wingardium Leviosa! Gut, Mauer kaputt. Bohne, komm her. Ihr macht mich schwach, Leute.
Wo können wir noch lang? Wo können wir noch Böhnchen? Immer wachsam, hat er gesagt. Wie sollen wir denn noch wachsam Ronald, sein? Du kannst den gut nachäffen. Das muss man dir lassen. So. Da auch. Das muss man sich natürlich erstmal dran gewöhnen. Dass man nach jedem Zauber oder vernichteten Ding ein Aktio wirken muss. Genau. Die süßen Wesen. Freunde, macht bitte mit. Ich kümmere mich inzwischen erstmal um das Feuer. Das ist aus. Lapifors. Wieso Lapifors? Wir wollen doch kein Häschen draus machen. Bohnen, Axio, komm schon. Hermine hat natürlich schöne, viele Bohnen. Komm, mach's aus, bevor das Vieh drin ist. Mach's aus, bevor der wieder... Ja, sehr gut. Ich will auch ein paar, Hermine. Ich will auch. Ronald hat 84. Das bringt uns jetzt nicht so viel. Triffst du den Salamander? Ach, Harry Lein. Hab dich nicht so. Jetzt lock den Salamander doch mal da weg. Werd ihr so gut? Ich will nicht den... kommt mir nicht hinterher. Ich will, dass der mal auf euch schießt. So, das Feuer müssen wir auskriegen. Das Feuer muss weg, das Feuer muss weg, das Feuer muss weg, Freunde. Gut. Und... ach, das weiße Kaninchen, ja. Gut. 199, komm, eine. 200, reicht uns das? Na, wir haben sie nicht gekriegt, die eine. Ja, würde ich gern. Ich würde gern mit den... Hoppla. Aber es geht, es funktioniert, es kommen Bohnen raus. Man kann die Brunnen zerstören, um Bohnen zu bekommen. Das ist... das gefällt mir. So, hier ist auch noch einer. Huch. Da war ich etwas voreilig, tut mir leid. Komm, Kessel. So, Harry Lime. Und jetzt hinrennen und Aktio. Sehr schön, 208. Naja, was heißt sehr schön? Es könnte besser sein. Aber was soll's. Wir kriegen schon die 250 voll. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Nein, das Ding gerade nicht anzaubern. Die sind schon... ja, sammelt ihr auch noch ein Böhnchen ein, Freunde. Von mir aus. Da hüpft auch noch eins. Aber das hat sich wohl gerade verdünnisiert. 216 Böhnchen. Au. 10 verloren. Können wir die wieder einsammeln? Bitte. Das du noch. Oh Mist. 3 verloren. Das ist jetzt ärgerlich. Wow. Nein, das war zu zaghaft. Okay. Ich möchte doch nur... ich weiß, für euch ist das jetzt vielleicht ein lahmer Part, aber ihr müsst es auch verstehen. Wir müssen jetzt doch Karten sammeln. Freunde, wir müssen jetzt doch Karten sammeln. Wingardium Leviosa. So, wo ist der Brunnen? Hinrennen und Aktio. Aktio! Kommen da Bohnen raus, wenn ich die Turmstützen kaputt mache? Ein Schildteil sollte ja nicht mehr... oder ein Schild war es, glaube ich, sogar ein ganzes. Okay, Satz mit X, das war wohl nichts. Obwohl, das passt eher zum...
letzten... Puh. Zum letzten Part passt das eher. Greif nach dem Kessel, Harryline. Okay. Und jetzt... Ach, Leute. Und am Ende kommen gar keine Bohnen raus. Ich sehe das schon. Ich mühe mich jetzt hier umsonst ab. Und zerstöre das Schloss. So. Ach, wisst ihr was? Ich gebe es bald auf. Was haben wir denn das letzte Mal? Haben wir den Kessel genommen, oder? Ist das einfacher? Ja, könnte einfacher sein, wenn die Hand-Augen-Koordination mitspielen würde. So, rüber, rüber, rüber. Und lang machen. Ach Mensch, das war doch jetzt fast. Vor allem stehen meine Freunde da doof rum und machen gar nichts. Ja, kommen da Bohnen raus. Vorsicht! Ach Ronald, du stehst immer im Weg. Meine Güte! Was heißt hier meine Güte? Es kommen keine Bohnen raus. Na toll. Wir brauchen aber noch 25 plus 2. Also, bitte, 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 lasst uns noch irgendwo ein paar Böhnchen herkriegen. Ach, die Musik ist gerade herrlich. Wo könnten wir denn da noch hingehen, bevor wir diesen Schild hier nehmen? Ich würde denken... Kessel heben? Nein, ich will jetzt keine... Hier ist noch so eine... Hatten wir die schon angezaubert? Nein. Dann tun wir das jetzt. Und im Wald müssen wir dann... Ich habe vor, danach erstmal in den verbotenen Wald zu gehen. Ich weiß nicht, ob wir Moodys Herausforderungen unbedingt bestehen müssen. Man kann da nur Bohnen verdienen. Also erstmal würde ich sagen, lege ich meine Prioritäten woanders hin. Und wir gehen dann in den verbotenen Wald als nächstes. Den hatten wir ja nun auch schon. Haha. Freigeschaltet. Ronald, du bist gerade etwas im Weg. Oh. Noch ein Minischild. Waren da nicht noch irgendwo solche Brunnen? Also nur mal so, ich brauche nur noch 3 Bohnen. Aber irgendwo waren doch nochmal Brunnen. Kann man die auch mit anderen Dingen, mit großen Kisten oder so zerstören? Noch ein Minischild und wir haben's. Ja, 250. Das reicht mir erstmal und am Ende kostet die Karte nur 50. Aber das soll's gewesen sein für den Part, beziehungsweise für die Ärgereien mit Harryline. Und wir gehen weiter. Nehmt euch den Schild und raus hier. So. Ich weiß nicht, habe ich jetzt hier wieder für die Länge eines Parts rumgekäst? Keine Ahnung. Wahrscheinlich für die Länge eines sehr, sehr kurzen Parts höchstens. 9 neue Karten. Mist. So viel zu meinem Plan. Wir müssen noch die eine Karte für Harry verdienen. Na gut, das ist fertig. 150. 2 Flüche gleichzeitig. Okay. Und er hat schon wieder neue. 350. Satz 3. Naja, die können wir noch kaufen. Und ja, die. Eine Lebenskarte noch dazu. Hermine, was können wir mit deinen Bohnen noch kaufen? Hast du
du schon vom vierten Satz? Nein. Okay, Lebenskarte. Flüche werden mächtiger. Und sie kann auch zwei Flüche gleichzeitig wirken. Gut, Hermine hätten wir dann halbwegs komplett. Und Ron. 134 Bohnen immerhin. Und hier sind auch ein paar billige dabei. Machen wir erstmal damit. Oh, Lebenskarte. Dann hätten wir noch 114. Nein. Aber wir haben auch keine 100er, ne? 114. Na gut, dann nehmen wir die noch. Und die. Sehr schön. Ich denke, Satz 4, das machen wir dann im verbotenen Wald. Gut. Herausforderungen. Da können wir aber auch Bohnen verlieren, wenn wir verletzt werden. Hogwarts Gelände. Ich finde es ein bisschen schade, ja, dass nicht gesagt wird, wie viele Karten noch übrig sind in den jeweiligen Gebieten. Verbotener Wald und das ist alles gesperrt. Zweites Turnier, drittes und dann Volti. So viel haben wir nicht mehr übrig. Dann gehen wir beim nächsten Mal einfach in den Wald. Würde ich denken. Kann man hier auch einfach andere machen. Schwebeherausforderung gesperrt. Explodierende Kessel gesperrt. Oder muss man... Keine Ahnung, ob man die nach und nach freischalten muss. Wir werden es herausfinden. Aber erst in einem der nächsten Parts, Freunde.